Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV für Große. Ich bin Tobi, 1,96 Meter groß und heute wollen wir uns zusammen angucken, wie und ob der Nissan Micra für die Großgewachsenen unter uns funktionieren. Ihr könnt euch ja schon mal kurz das Einstiegsfenster angucken, während ich mich auf den Einstieg vorbereite, der aber auch gar nicht so kompliziert ist. Ich kann mich ganz bequem hier auf den Sitz fallen lassen. Die B-Säule ist nicht so problematisch wie der Dachholm, an dem ich mich schon ordentlich vorbeiquetschen muss. Wenn ich dann aber erstmal sitze, fühle ich mich an sich gar nicht so beengt. Der Sitz ist auf die hinterste und auf die niedrigste Position eingestellt und wenn ich hier versuche, das Bremspedal durchzustrecken, schaffe ich es sogar ansatzweise, die Streckung hier mit meinem Bein zu erreichen, was ich erstmal für die Fahrzeugklasse, in der wir uns befinden, gar nicht so schlecht finde. Auch der Abstand zwischen den beiden, zwischen den drei Pedalen, wir fahren hier nämlich einen Schalter, ist nicht irgendwie störend für mich. Da bin ich nicht in Verlegenheit gekommen, irgendwo hängen zu bleiben oder die Pedale nicht richtig zu erwischen. Guckt es euch einmal an. Das ist also in Ordnung. Und auch der Abstand zwischen Lenkkanal, Lenkranz und meinen Oberschenkeln ist jetzt noch nicht allzu störend. Ich könnte mir das Lenkrad nicht weiter nach oben stellen. Das ist jetzt die höchste Einstellungsmöglichkeit. Aber ihr seht es selber, das ist noch nicht wirklich drastisch oder dramatisch. Hier in unserer Sitzkonfiguration gibt es keine Sitzflächenerweiterung, wie das bei der Kopffreiheit aus... Nein, stopp, das hat mir beim letzten Mal immer nicht gefallen. Und wie die Kopffreiheit aussieht, guckt euch am besten auf der anderen Seite an. Jan hat mich gerade nochmal darauf hingewiesen, dass ich gar nicht über das Polster gesagt habe. Das ist irgendwie nicht so richtig weich, aber trotzdem merkt man direkt, dass das jetzt nicht ein allzu fester Sitz ist, der sich direkt um deinen Rücken schmiegt, sondern es ist eher so ein Sitzen auf, ich will das nicht so negativ klingen lassen, aber tatsächlich fühlt es sich an wie so eine alte Stoffcouch. Aber okay, gut. Jetzt aber auch nicht irgendwie störend oder sowas, das soll jetzt erstmal reichen. Wenn ich mir die Kopffreiheit angucke, bekomme ich hier sogar eine, ja, wenn ich gut gemeint bin, eine aufgestellte Faust zwischen meinem Kopf und dem Dachhimmel. Das heißt, wenn ich irgendwas aus den Taschen krame, stoße ich nicht die ganze Zeit irgendwo an. Und wenn ich jetzt den Unfall simuliere, ich werde nach vorn geschleudert, der Gurt reißt mich zurück, lande ich trotzdem noch sicher in der Kopfstütze hinten. Ihr könnt es vielleicht nicht ganz so gut sehen während meiner Cappy, aber ich habe heute Bad Hair Day, darum nehme ich die ganz bestimmt nicht ab. Hier ist also kein zusätzliches Sicherheitsrisiko. Wenn ihr noch ein Stück größer seid als ich, solltet ihr euch das trotzdem vielleicht mal beim Händler angucken. Der Beifahrersitz ist jetzt auf die hinterste Position eingestellt. Wir haben keine Sitzhöhenverstellung und ich schaffe es auch nicht so richtig, meine Füße hinter dem Armaturenbrett zu verstauen. Ich merke, da gibt es irgendwie so einen kleinen Widerstand, wo ich dann trotzdem nochmal so 2-3 Zentimeter meine Füße hinter dem Dashboard verstauen kann, aber ich merke tatsächlich, dass da nicht so wirklich viel Platz ist und das ist nicht angenehm. Ich bekomme meine Beine hier nicht ganz durchgestreckt und auch wenn ich sie aufstelle, habe ich trotzdem noch, nein, obwohl ich sie aufstelle, habe ich dann trotzdem noch hier ganz viel Platz zwischen dem Armaturenbrett und meinen Knien. Wenn ich sie versuche ganz anzustellen, habe ich hier aber wieder diese doofe Kante, über die ich mich ja immer so ein bisschen ärgere, weil man da einfach auf längeren Fahrten dann steht, als hätte man High Heels an und das mag ich nicht. Jan hat gerade mit seinen 1,80 Meter auf dem Fahrersitz Platz genommen, um eben diesen auf sich einzustellen. Dadurch ist der Abstand zwischen Fahrersitz und Rücksitzbank jetzt auch gar nicht so klein, wie ich zuerst vermutet hatte. Ich versuche mich einfach mal hier hinzusetzen. Ich bemerke schon, dass der Platz hier ziemlich schmal ist, weil ich auch mit meinem Oberkörper direkt an der Tür hängen bleibe. Ich muss meinen Kopf ziemlich einziehen, was dann auch ein Stück weit an der Cappy liegt. Und ja, ich habe hier keine wirkliche Beinfreiheit. Meine Beine berühren hier den Fahrersitz ein bisschen. Aber ich würde mit dem Fahrer die Knie noch nicht in den Rücken drücken. Also ich touchiere hier tatsächlich nur die Rückseite des Fahrersitzes. Es ist aber in Ordnung. Meine Füße kann ich ganz unter den Fahrersitz verstecken und verstauen. Da gibt es auch keine Kanten, die irgendwie unbequem oder ungemütlich sein sollten. Ja, und wie die Kopffreiheit aussieht, guckt euch am besten auf der anderen Seite an. Tja, unten hui, oben fui. Ich schaffe es nicht tatsächlich, also nicht wirklich, mich aufzurichten. Da blockiert jetzt nicht nur der Schirm von meiner Mütze, nein, es ist wirklich auch mein Kopf, den ich hier einklemme. Selbst wenn ich irgendwie meine Beine so versuche, so ein bisschen rechts und links zu arrangieren, ja gut, jetzt erreiche ich schon noch die Kopfstütze und ich drücke die Cappy so ein bisschen ein, dann geht das auch. Ne, eigentlich geht das nicht, mein Kopf ist hier total eingeklemmt, ich habe keinen Platz, ich habe keine gemütliche Fahrposition. Ich würde hier maximal eine Stunde mitfahren. Wir sollten standardmäßig in unseren Koffer einen Dosenöffner mit einfügen, damit das Aussteigen gleich wieder einfacher wird. Ihr seht es selber, der Platz ist super knapp bemessen dahinter. Ja, Tobias Getschmann, Gefahrensucher. Mein erstes Bein klemmt zwischen den Sitzbänken. Ich habe Angst, den Fahrersitz zu zerstören. Also, es ist bemerkenswert. Ich habe tatsächlich hier geschafft, mich hinter mich selber zu sitzen. Aber
Der Fahrersitz wird an der Stelle, wo mein Knie ist, irgendwie erstaunlich hart. Und ich bin mir sicher, dass der Kraftfahrzeugführer auch dementsprechend schmerzhafte Stellen im Rücken bekommen wird. Weil ich auch auf jeden Fall... Ich musste gerade einmal mein Bein ein bisschen bewegen, weil mein Schienbein ein bisschen krass eingeklemmt war. Also ich kann hier allerhöchstens mal kurz mitfahren, weil es nicht anders geht. Aber nee, eigentlich geht es nicht. Es gibt keinen Fall, in dem ich hier hinten so einsteigen würde. Filmst du noch? Ich bin kein Clown im Auto, ich bin Autotester. Und extra für euch, der handelsübliche Durchschnittsjan, der jetzt versucht mit seinen 1,80 Meter hinter mir im Nissan Micra Platz zu nehmen. Der Einstieg wird wahrscheinlich auch schon das Sportlichste an dieser Geschichte, weil wenn er erstmal sitzt, dann ist es tatsächlich sogar okay. Er würde so eine halbe bis Stunde, also eine halbe Stunde bis eine ganze Stunde da mitfahren, aber wie schon gesagt, es ist nicht mehr als in Ordnung. Der Fahrersitz ist auf eure Position eingestellt und ihr seid größer als der Durchschnittsdeutsche und ihr versucht die Rücksitzbank umzulegen und er blockiert es. Viel schlimmer noch als hier ist es ja nur der Regelfall. Man kann dann irgendwie die Sache nicht umklappen und wieder aufstellen, weil es an der Rückseite des Fahrersitzes blockiert, so aber nicht hier in einem Nissan Micra. Ihr hört das vielleicht so ein bisschen, der Stoff schuppert da so ein bisschen aneinander, aber da ist quasi auch kein Druck hinter. Diese Rücksitzbank würde trotzdem auch noch von alleine fallen. Auch die Kofferraumklappe des Nissan Micras wollen wir uns hier mal ein bisschen genauer angucken. Die öffnet ganz schön hoch, bemerke ich gerade. Also wenn ich darauf zulaufe, habe ich ja normalerweise immer das Schloss hier auf Nasenbeinhöhe. Das ist hier aber im eher so ja, oberes Stirngebiet. Also wird das vermutlich so auf 1,94 Meter, vielleicht sogar 1,95 Meter sein. Wenn ich da voll vorlaufe, dann erwischt das trotzdem aber leider meinen Kopf und es wird schmerzhaft. Ein Stück weiter zur Seite haben wir hier diese hartverschalte Kante, wo ich auch vorstoße. Ja, die ist jetzt noch nicht schmerzhaft oder sowas. Also die ist jetzt nicht so massiv, aber ihr hört das wahrscheinlich, was ich meine. Ja, gut. Ich beuge mich rein ins Auto, stoße hier frontal auf die Hutablage drauf. Die gibt auch nach unten hin nicht so besonders viel nach. Ich beuge mich ins Auto rein, krame irgendwas auf, passe nicht auf und beuge mich dann hoch. Da gibt sie dann wieder nach, da stoße ich mir nicht den Kopf. Und wenn ich mich versuche aufzurichten, dann stoße ich hier unter die Kofferraumklappe. Und es fühlt sich aber eher so an, als würde ich die Kofferraumklappe gleich einfach aushebeln, als dass sie mir irgendwie wehtun könnte. Natürlich gibt es auch hier aus dem Nissan Micra ein paar kurze Worte zu meinen Fahreindrücken. Es tut mir leid, dass ich Motor und Klimaanlage laufen lasse, aber es sind draußen schon wieder 35 Grad im Schatten und man hat nicht sonderlich viel Spaß. Zuallererst die Rundumsicht, der Blick nach vorne. Wir fahren hier ein sehr kompaktes Fahrzeug, dementsprechend haben wir auch nicht eine riesige Windschutzscheibe. Wundert mich aber auch nicht besonders in diesem Fall. Der Blick nach draußen ist trotzdem noch in Ordnung und gelingt. Wenn ich zur rechten Seite gucke, dann habe ich hier den Einblick trotzdem aus einem Seitenfenster raus, das mir nicht nur Blick vom Dachholm und von der B-Säule bietet. Aber wie gesagt, man merkt schon auch bei der Rundumsicht, dass wir hier einfach ein kleines und kompaktes Fahrzeug fahren. Auch der Schulterblick über die rechte Seite, der ja quasi jetzt einziges interessant ist, weil man da den Unterschied... Nee, es stimmt gar nicht. Die über die andere Seite ist nur interessant. Na, ist auch egal. Der Blick über die rechte Schulter. Hier gibt es jetzt nichts, das mich als großen Fahrer zusätzlich blockieren würde, außer der wirklich sehr, sehr breiten C-Säule. Und auch an dieser Information nochmal die... An dieser Stelle auch nochmal die Information, dass wenn der Beifahrersitz ganz nach hinten gestellt ist, der tote Winkel der B-Säule da auch definitiv noch verbreitert wird. Wir haben hier auch eine Sonnenblende und das ist ein richtiges Segel. Wenn ich die ganz senkrecht nach unten stelle, habe ich kein handbreites Fenster mehr, habe ich kein Sichtfenster mehr und tatsächlich jetzt sogar ein Stück des Lenkranzes abgedeckt. Das hatte ich auch noch nicht. Wenn ich die zur Seite klappe, dann habe ich leider keine Möglichkeit, sie auszufahren, aber hier merkt ihr auch nochmal, was das einfach für ein Riesensegel ist. Ich muss ein bisschen aufs Mikrofon achten, ich bin hier am Ohr ein bisschen lädiert. Gut, das hätten wir abgeschlossen. Rundum, ja, passt. Das heißt, ich kann mich jetzt anschnallen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, habe ich nicht. Und kann losfahren. Erstmal, wenn ich jetzt hier rechts abbiege, bemerke ich, dass wir einen ganz normalen, ganz kleinen, ganz flach gehaltenen Innenspiegel haben, der mir tatsächlich nicht gefährlich wird. Und auch die A-Säulen sind in Ordnung. Die Spiegel liegen ziemlich weit hinten, da blockiert mir das nicht. Und ich habe keine erweiterte B-Säule. Aber... Und jetzt komme ich hier, upsala, was war das denn? Jetzt komme ich hier zu ganz vielen kleinen Abers. Erstmal, es gibt hier nichts, das wo ich jetzt sage, irgendwie wegen dem und dem und dem passt dieses Auto nicht für mich. An sich habe ich hier schon eine Fahrposition gefunden, die okay ist. Ich konnte mich hiermit arrangieren. Es ist alles in allem, fühle ich mich hier tatsächlich einfach eine Nummer zu groß. Also ich merke tatsächlich, dass das Auto ein bisschen zu klein ist für mich. Sei es irgendwie
die Lenkposition, wie ich meine Arme halte, sei es irgendwie der Schaltknüppel, wie der angebracht ist. Die Ablesbarkeit des Tachos ist allerdings jetzt kein Problem. Es gibt hier keinen Bereich, der von dem Lenkrad des Nissan Micras hier abgedeckt wird. Dementsprechend ist da alles in Ordnung. Auch die Bedienbarkeit des Infotainment-Systems ist okay, da komme ich überall dran, da ist irgendwie der Abstand jetzt nicht zu groß bemessen oder sowas. Aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie fühlt sich das alles nicht so richtig an. Bevor ich über mein Fazit rede, fange ich jetzt mal andersrum an. Wir haben genau dieses Fahrzeug für euch schon im Ausfahrt-TV-Stream. Der Link ist unten im Beschreibungstext auch angegeben. So, jetzt aber zu meiner Wenigkeit. Der Nissan Micra funktioniert für uns Große leider nicht wirklich. Wir haben nach hinten raus gar keinen Platz. Es spielt auch keine Rolle, ob ich hinter mir selber oder hinter Jan sitze. Und die Fahrzelle an sich, man findet da eine Position, mit der man irgendwie klarkommt, aber es ist halt auch nicht mehr als ein Arrangieren. Wenn ihr trotzdem ein Fahrzeug für kurze Strecken sucht, vielleicht im Stadtverkehr oder, könnt ihr euch natürlich gerne dieses Fahrzeug beim Händler angucken. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon gehalten habt. Und ich verabschiede mich jetzt mit den Worten von Bielefeld bis Nairobi. Von Bielefeld bis Nairobi grüßt euch euer Tobi.